Früher war alles anders. Auch beim 1. FC Köln, diesem Traditionsverein. 3 Meistertitel, 4 Pokalsiege, lauter große Namen. Und vor allem immer viel Theater. Ob Toni Schumacher ein Buch geschrieben hat, ob Lukas Podolski oder Christoph Daum zurückgekommen sind, immer was los am Rhein. Inzwischen ist das anders. Unter Jörg Schmadtke und Peter Stöger ist der FC irgendwie ruhig geworden und seriös, aber vor allem erfolgreich. Niemand hebt mehr ab. Wie langweilig. Wir können das einordnen. Wir wissen, dass wir von der Punkteausbeute in diesen 5 Spielen über dem sind, was wir uns gefühlt erwartet haben. Das ist klar. Ungeschlagen in den ersten 5 Spielen, das gab es seit Weißweilers Zeiten nicht mehr. Aber während beim alten FC spätestens jetzt euphorisch vom Europacup jubiliert worden wäre, ändert sich beim neuen, nüchternen FC genau nichts. Träumen dürfen nur noch die Fans. Dieser Verein hat große Tradition und hat in den letzten 20 Jahren nicht immer so die Hochblüte gehabt. Und jetzt sieht es mal ganz gut aus und da sollte man den Leuten auch jetzt mal diese Wochen gönnen, dass sie sich wirklich freuen mit dem Verein. Mitten im Kölner Höhenflug geht es jetzt gegen die Bayern, die gerade gegen Atletico Madrid verloren haben. Und damit, anders als der FC, nicht mehr ungeschlagen sind. Da könnte man es doch auch mal mit einer kleinen Kampfansage versuchen. Gegen die Bayern, die jetzt ja verwundbar sind. Ich weiß schon, ich habe schon verstanden. Gar nicht so leicht, hier jemandem was zu entlocken. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand erwartet, ja. Jetzt gehen wir es an und jetzt schlagen wir die Bayern in München, weil wir 5-mal nicht verloren haben. Aber der FC ist ungeschlagen, hat erst 2 Gegentore und steht auf Platz 3. Wir haben allerdings auch eine gute Phase. Ah, jetzt. Und wir wollen versuchen, auch unser Selbstvertrauen da ins Spiel mit einzubringen. Und jetzt im nächsten Versuch mal wieder eine Idee zu haben, mal einen Punkt aus München mitzunehmen. Das ist der Plan. Es gibt sich niemand vor dem Spiel geschlagen. Geht doch. Niemand gibt sich geschlagen, ist notiert. Immerhin ein Hauch von Kampfansage, auch wenn ansonsten alles ruhig ist in Köln. Und irgendwie erstaunlich solide und irre erfolgreich.